Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19 hier auf der Map Saxonia. Ich bin wie immer der Shorty von der Test Area und ich habe heute ein bisschen was vor noch, ne, falls ihr euch erinnert. Also wir müssen hier noch Felder bearbeiten. Hier die 11 auch noch, da braucht man noch einen anderen Drescher. Die 2, die 4 hatten wir ja schon abgemäht. 1 und 13 hatten wir schon fertig. Also jetzt geht es erstmal hier um die 2, die 11 müssen wir noch und ich will noch bauen. Das mit den ersten Versuchen des Einparkens hat ja nicht funktioniert. Also, so, Feld 2 ist hier schon mal eingefahren. Super. Also, muss ich mir da was einfallen lassen. Ich fahre mal hier ein Stück vor und dann fahre ich mal hier so rein. So, und dann sage ich, das müsste ja so reichen. Und dann sage ich, generiere mir bitte einen Kurs. Ach, da ist noch ein Kurs drin. Na, sowas. Feld 2. Zack, 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 zack. Reihen überspringen. Ich mache mal eine, ja, weil wegen dem Strohsammler. Da muss der nämlich nicht rückwärts fahren. Ne? So, wir haben 23 Meter. Ich nehme zwei Vorgewinde. Das reicht auf jeden Fall. Uhrzeigersinn weich ist vollkommen in Ordnung. 7% Überlappung lasse ich auch mal. Zur Not machen wir einen neuen Kurs, wenn das nichts wird. Kann ja nicht, also kann ja nichts Schlimmes bei rumkommen, ne? So. Feld 02 dreschen mit 23 Metern. So und so. Und dann brauche ich noch den Ordner Feld 2, wo dann alle Aufgaben reingesteckt werden, die mit Feld 2 zu tun haben. Zack. Und das kommt in den Ordner Felder. Zack. Und zack. Und zack. Und dann kann ich den hier schon mal anschmeißen und fahren lassen. Ich brauche halt nur gucken, ob die Strohablage an ist. Den Rest macht er dann schon. Der rangiert ein Stück rückwärts. Habt ihr gesehen? Der nimmt das mal ganz genau. Das ist ja was. So, Gerste. Gerstenstroh wird abgeliefert. Abgeliefert, abgelegt. Wunderbar. Ja, das läuft. Okay, den lassen wir rennen. So, wir hatten ja diverse Parkplatzprobleme hier. Und ich wollte ja. Genau, ich nehme den mal beiseite, damit der nicht im Weg ist. Und dann werde ich hier erstmal was hinzaubern und dann müssen wir nämlich auch die Kurse bearbeiten, die hier quer über den Platz führen. Kleinen Moment mal. Und somit ist das Thema durch. Ups, eine Halle. Ups. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass hier bereits Kurse erstellt wurden. Und ja, die muss ich jetzt erstmal weglöschen. Und dann muss ich die Kurse irgendwie ja auch ersetzen. So, hier können wir schon mal sehen. Das wird nichts werden. Da müssen wir hier schon mal was großzügiger. Das ist so das Problem mit der rechten. Also guck mal hier. Du, ne? Du brauchst doch hier. Auto Dingsbums Cosplay brauchst du doch gar nicht. Nee. Nee. Der Button fehlt, weil so auch nicht gibt es doch nicht. Dann ist das in den Einstellungen. Erweiterte Einstellung. Autodrive nicht benutzen, Rechtsklick. Rechtsklick hat deaktiviert. Ja, das müsste es doch gewesen sein. Dann, wenn ich das jetzt ausmache, müsste ich doch, genau, jetzt kann ich mit der rechten Maustaste hier in Ruhe arbeiten, ohne dass ewig Cosplay aufgeht. Und jetzt schiebe ich mir den Kurs hier so einigermaßen zurecht. Und ja, ich werke mal ein bisschen rum. Bis gleich. Während ich am Hofe gewerkelt und umgestaltet habe, ist die Gerste-Ernte hier soweit.
fertig. Ich muss halt nur sehen, bevor ich die Gerste, die jetzt hier geerntet wurde, verkaufen fahre, da ist auch noch Gerste im Hofsilo. Die hole ich dann auch gleich noch ab. Das wird dann ein Arbeitsschritt, die alle zusammen wegzubringen. Ne? Mal gucken. Ich habe mir das schon gedacht, dass ich den Ackfahrer nicht direkt aktivieren muss, weil der hier nicht ganz voll wird. Ja, was haben wir denn drin? 105.139 Liter. So, wie gesagt, wir haben noch Gerste auf dem Hof, Getreidesilo-Abholung. Da schicke ich den hin. Den Drescher, den brauche ich hier nicht mehr. Abfahrer entlassen. Den schicke ich jetzt in der Tat auf den Hof. Ich habe ja mir gedacht, komm, wir müssen das mit den Parkplätzen alles ein bisschen anders machen. Das hat mir auch so noch nicht gefallen. Und wir kennen das. Wir hatten ja in der Multimap und in der Obertal hatten wir ja Außengelände benutzt, also Spedition nicht. Das wird hier auch wieder passieren. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach so, ich wollte noch mal eben mich vergewissern wegen dem Stroh. Das ist hier. Ist das ein Tor? Hey, ja. Ja, gut, das sehe ich jetzt erst. Na, ist ja nicht schlimm. Ich wollte mich noch mal vergewissern, dass wir genug Stroh auf Lager haben. Stroh, Stroh, Stroh. Stroh, ja. 1.240.000. Das ist sehr gut. Hier habe ich unseren dicken Johnny stehen. Feldarbeit ist genau richtig. Und du holst mir jetzt mal das Stroh darunter. So, erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Wir brauchen jetzt einen Moment. Aber dann. Das heißt, er braucht einen Moment. Der braucht keinen Moment. Guckt zu Jan. Der fährt los. Der sammelt mir jetzt das Stroh. Das bringt ja auch wieder Geld, nicht? Ist ja nicht zu verachten. Auch wenn ein bisschen was liegen bleibt hier in den Kurven, ist ja nicht schlimm. Lassen wir den jetzt mal arbeiten. Et voilà. So, mal gucken. Weizen, Gerste. Ah, sind auch noch 15.600 und Minimum zerquetschte Liters drin. Liters. Gerste. Bringen wir das zur Mühle? Oder verkaufen wir das? Ich meine, ich brauche Geld. Ne? Also wäre Gerste verkaufen erstmal besser. Bester Preis für Gerste am Hafen. So, mal gucken. Da ganz oben. Okay, da war ich noch nicht. Ne? Wir sind hier am Hof. Hier ist Feld 2. Dann kann ich ja die Straße. Na, guckt mal. Ich muss nur aufpassen, dass ich bei Feld 39 hier die Abzweigung nehme. Sonst, ja, müsste er klappen. Ne? Okay, dann fahre ich mal hin und werde Hafen einfahren als Wegpunkt hinzufügen. Und das ist dann am Netzwerk. Ja, und dann, oh, Einbahnstraße. Hat keiner gesehen, das Schild. Ja, und dann sehen wir mal weiter, wenn wir da am Hafen abladen, wie viel Geld es dafür gibt. Ich bin am Hafengelände. Ja, und die sonst so von mir viel gelobten breiten Straßen, die das LS-Mapping-Team immer wieder für uns einbaut, die finden sich hier auf der Saxonia nicht so. Ja, das wird noch spannend mit der Fahrerei. Ich sehe bis jetzt hier, also das ist ja interessant. Ach da, aber ist das denn, das ist für den Zug ist in Ordnung.
Was haben wir hier? Das ist was anderes hier, ne? Ja, das ist was anderes. Also muss das da der Trigger sein, wo auch der Zug drauf kann. Okay. Okay, 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 okay. Wir müssen halt nur aufpassen, wie man sieht, es ist wieder ein bisschen beengt. Aber das sollte auch mit anderen Fahrzeugen kein Problem sein. Das sollte auch mit anderen Problemen kein Fahrzeug sein, wollte ich jetzt sagen. Na, da ist noch eine Ausfahrt. Aha. Die scheint aber zu einem anderen Werksgelände dann auch zu führen. Naja, ich kau jetzt erstmal hier raus. 118.459. Na, schau an. Und das war jetzt hier Hafen. Ja, das mit der Kollision und so, das ist so alles so eng, ne? Naja. Naja, ich nehme es mal so hin. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Wenn nicht, dann nicht. So. Hier setze ich jetzt den Zielpunkt von der Verkaufsstelle Hafen, bevor ich es vergesse. Werde ich Hafen auch gleich in den Ordner für den Verkauf rein. Genau. So. Und dann, ich fahre am besten so rum. Ja, dann fahre ich mal zurück und schließe dann. Oh, 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 oh. Und schließe dann die jetzt hier angefangene Strecke am Netzwerk wieder an, dass wir einen Kreislauf haben und dieser Verkaufspunkt auch nutzbar ist. Damit haben wir wieder ein paar Meter, Kilometer mehr ans Autodrive-Netzwerk angeschlossen. Das Stroh brauche ich nicht für unseren Hof. Das heißt, ich kann das wieder direkt verkaufen. Landhandel. Und Landhandel war ja hier. Da waren wir ja schon. Dann kann ich den jetzt da selber hin, also alleine hinfahren lassen. Am Landhandel ein bisschen Stroh verkaufen. So, was wollte ich denn jetzt hier weitermachen? Ich stehe jetzt hier. Na. No. Nee, eigentlich wollte ich doch hier noch gar nicht weitermachen. Obwohl der Drescher, den habe ich hier. So, der doch dann. Dem wollte ich, so wie wir es auf der Obertal auch hatten, hier einen Parkplatz geben. Ich habe die alte Streckenführung, den alten Parkplatz mal gelöscht. So, und dann wollte ich auch gleich noch was ausprobieren. Also gehen wir mal davon aus, im Idealfall kommt der eh von hier. So, im Idealfall kommt der von hier, ist aber nicht der Ideal, sondern ist der New Holland. Jetzt müsste ich natürlich, also hätte ich jetzt die Bälle oberhalb des Fahrzeugs, nicht auf Bodenhöhe, könnte ich das viel besser sehen, würden die Kritiker jetzt wieder bemerken, aber ja. Es ist halt nicht. So. Ich werde das und das auflösen, das und das verbinden. So einfach ist das. Und jetzt kann der hier, ich werde den gleich ganz nach rechts außen in die Box fahren, in die Box, ins Tor. Das macht er ja wunderbar, ne? So. Dann haben wir ja einiges an Erfahrung gesammelt, was das hier angeht mit dem Einparken. Durch Spedition und Obertal und ich fahre denn jetzt so weit vor, bis das Schneidwerk fast am Tor ist. Genau. Jetzt mache ich einmal aus und einmal wieder an. Hab dann den Punkt hier. Und dann sage ich hier parken. Drescher 01.
erstellen. So, jetzt mache ich noch was. Nur prophylaktisch. Ich mache aus. Ich fahre einen Meter vor. Ich mache wieder an. Und führe den. Warum hat er den nicht? Also mir soll es egal sein. Ich erkläre euch sowieso gleich, was ich vorhab. Auf die Idee hat mich jemand gebracht. Ich meine sogar, das wäre unser Dirk gewesen. Unser fleißiger Real-Life-Landwirt, der mich auf die Idee gebracht hat, die ich euch gleich zeige und beschreibe. Oder versuche. So. Jetzt ist es so, dass... Ja, wir müssen da rein. Wir müssen uns das von der Nähe angucken. Jetzt ist es so, dass ich hier zwischen dem Haltepunkt Parkendrescher 01 und dem nächsten Bällchen, dass das nicht verbunden ist. Das bedeutet, wenn die Fahrzeuge hier auf den Hof knallen, kommen die gar nicht erst auf die Idee zu versuchen, hier durch die Halle zu fahren und vielleicht dann hinter dem Drescher, der hier parkt, zum Stehen zu kommen und blockiert werden, weil die keine Wegberechnung anstellen werden, da hier keine Verbindung ist. Wiederum ist dieses Bällchen aber nah genug an dem Haltepunkt dran, dass es wahrscheinlich klappen kann, dass ich ihn aus der Parkposition raus einfach losschicken kann zu einem beliebigen Zielort, ja? Und ob das funktioniert, das probieren wir jetzt aus. Ich setze den hier hin. Also das ist klar, ne? Die beiden Bällchen sind nicht miteinander verbunden und die Fahrzeuge werden keinen Kurs berechnen, der sie durch die Halle führt, wo sie dann vielleicht von parkenden Fahrzeugen blockiert werden, ne? So, Parkenhof und Standard und Parkendrescher 1. Und Parkendrescher 1 wird ausgewählt und als Parkstandard festgehalten. So, dann klicke ich mal auf Parken. Und dann gucken wir. Also theoretisch müsste das funktionieren. So. La 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 la. La 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 la. Er fährt jetzt hier schön zärtlich rein. Bis zum Haltepunkt. Und dann bleibt er erstmal stehen. Macht den Motor aus. Prima. Wunderbar. Und wenn ich ihm jetzt sage, zum Beispiel, er soll zum Fahren zum Feld 1 und ich mache Autodrive an, ja, dann fährt der los, weil der das hier vorne abscannt, ne? Haha, ja, hat funktioniert. Nein, ja, du kannst dich wieder wegparken. Das machen wir aus. Nein, das machen wir aus, habe ich gesagt. So, ich muss natürlich die Netzwerke... Für den brauche ich auch noch einen Parkplatz. Ich muss natürlich die Netzwerke noch entsprechend einfahren. Ja, das ist mit der Kollision, ne? Manchmal. Naja, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich habe mir überlegt, wenn der mit dem Anhänger Schwierigkeiten hat, in dieses schmale Tor zu fahren. Moin, moin. Weil, ja. Ne, Kollisionsabfrage. Dann muss er doch aber zum Beispiel hier, wo keine Tore drin sind, das ist doch alles ein bisschen breiter. Der müsste doch da reinpassen, oder? Jetzt muss ich natürlich sehen, wo die Kurse langlaufen, die ich schon habe. Und das entsprechend auch in Angriff nehmen. Jetzt kann ich natürlich nicht so sehr viel rumfuchteln hier, aber es gibt ja Möglichkeiten. Also der Hof auf der Multimap war schön groß angelegt und weitläufig strukturiert. Der gefiel mir, muss ich sagen, bisher am besten. Obertal, ja, der war so in die Länge angebracht, also, ne? Das war, eigentlich war das auch schon völlig in Ordnung.
Habe ich jetzt hier was vergessen? Das könnte natürlich sein. Ach herrje. Da habe ich nicht aufgepasst. Sekunde. Wo war ich jetzt gerade? Ach so, ja. Also Multimap, ne? Der Hof, eine riesengroße Fläche mit allem drauf, was man braucht, der war gut. Oberteil war so mehr in die Länge gezogen. Das war. Ja. Das war auch in Ordnung, aber der ist hier so verwinkelt und viele kleine Straßen und also bis man sich da richtig dran gewöhnt hat, ne? Und auch alles an Strecken so eingefahren ist, wie einem das gefällt, das ist so, das wird ja auch wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, denn wenn man auf der Saxonia erstmal spielt, und überall immer wieder mal so lang fährt. Man entwickelt ja dann mit der Zeit ein Gefühl für die Map. Und damit ist das dann am Ende auch gar kein Problem mehr alles. Man findet sich zurecht, ne? Man hat so einen inneren Kompass, wo alles liegt, wie sich, ne? Und ist der Abstand genug? Nein. Auch hier nicht. Auch hier müssen wir wieder mit der Hand nachhelfen. Na gut. Dann ist das so. Dann nehme ich das jetzt mal so zur Kenntnis. Ich habe natürlich noch mehr einzuparken, aber darum geht es ja heute gar nicht mehr. Nur, guck mal, den hier, ne? Der muss auch rüber in die Halle noch. Den im Idealfall auch. So, der hat Stroh verkauft. Was mache ich mit dem? Ich schicke den erstmal zum Hof. Ne? So. Da kommt wieder der Jet. Wo da? Da. Kampfjet. Das muss ich später aufräumen. Der fährt jetzt zum Hof. Lassen wir den mal fahren. Ich brauche nämlich ja noch einen. Ja, noch einen Drescher. Ne? Nee, Drescher. Nee, Drescher. So, das ist wieder dasselbe Modell hier. 200.000 Liter, 60 km/h, Felgenfarbe. Ja, das ist navy blau. Das Bunkervolumen, ne? Das ist halt 200.000 Liter. Das ist das, was ich brauche. So. Zurück. Und dann brauche ich das Maisgebiss. Da hatten wir ja vom Arthur. Nein, das ist es nicht. 23 Meter. 30 km/h. 30 km/h? War das für das vom Arthur? 30 km/h. War das nicht 50? Nee. Nee. Das mit den 30 km/h. Das war es doch. Ja, doch. Das ist das hier für 45.000. Das ist vom Arthur. 23 Meter bei nur in Anführungsstrichen. Nur 30 km/h. Okay, so. Der ist schön auf dem Weg. Traktor. So, das machen wir jetzt mal dran, ne? Ich muss doch aber erst, habe ich doch gar nicht, ne? Nee. 11. Die 9 ist hier beim Hof. Feld 11. Dann könnte ich was hier in der Nähe beim Hof, theoretisch. Du bleibst noch hier. Ich fahre da mal eben. Was machen. Und jetzt kann ich sagen,
Der soll da hinfahren, wo ich den brauche. Feld 11. So, das wird er tun. Wen wollte ich denn noch? Der ist auf dem Rückweg nach Hause. Der parkt schön, der parkt schön. Den muss ich noch mal umparken. Den muss ich noch mal. Und du bist jetzt als nächstes dran. Wunderbar. So Stück für Stück für Stück und für Stück kommt dann doch ein bisschen Ordnung und System rein hier in den Hof. Ne? Das ist schon mal ganz gut. Der Drescher, der neue, den wir vorhin gekauft haben, der ist jetzt bei Feld 11 angekommen. Der soll dann da jetzt halt das Mais ernten oder den Mais ernten. Und dann werden wir den auch verkaufen, weil wir ja dann noch mehr Anschaffung auch brauchen. Ne? So, ja, ich hatte ja gedacht, weil die Abstände hier so schön groß sind, ah, da hätte ich ein bisschen weiter links fahren können. Würde das mit dem Wegparken funktionieren, aber nee, die Kollisionsabfrage ist so gründlich hier. Wenn ich jetzt die Kollision ausschalte, wenn der dann den Weg zum Drescher sucht, fährt er mir wieder überall vor. Ne? Deshalb. Ja, was machst du? Warum stehst du hier? Ja, da fehlen bestimmt noch ein paar Wege. Ist ja nicht schlimm. Ich parke den jetzt hier mal. Komm, wir parken den Pickup auch weg. Dann haben wir da Ordnung drin. Das muss ich noch aufräumen. Den muss ich noch aufräumen. Und ach, du ahnst es nicht, muss ich noch alles aufräumen. Wo fällt der hin? Kam vom Fahrzeughändler und. Ah, ja, gut. Ja, gut. Nee, das ist schon. Die finden alle ihren Weg. Es ist nur so, bei Cosplay und bei Autodrive, man darf nicht immer zugucken, was die machen. Ne? Seht ihr da vorne, was ich sehe? Zuckerrohr. Och, nö. Wir hatten ja auf der Obertal so viel mit Zuckerrohr zu tun, ne? Ah, Zuckerrohr, unendliche Weiten, soweit das Auge reicht. So, und hier ist Mais angesagt. Na, das wird ja noch eine Nummer. So, der Drescher ist hier, den können wir nächstes Mal starten bei der Maisernte. Aber erst beim nächsten Mal. Für heute ist das Video schon wieder lang genug. So. Das war's, meine Lieben. Wir haben ein bisschen Ordnung reingebracht, ein bisschen Geld verdient, uns noch einen Drescher zugelegt. Ich weiß noch nicht, wie viele Drescher wir hier brauchen werden. Das kommt immer darauf an, wie viel Hektik wir haben wollen. Nicht? Aber wir müssen jetzt erstmal die Felder, die wir haben, abernten und uns dann überlegen, was wir wieder anpflanzen. Und ja, ihr kennt das, ne? Das entwickelt sich Stück für Stück. Auf jeden Fall, was haben wir denn? Heute ist Sonntag, ne? Bei euch. Ja, bei euch ist heute Sonntag. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende noch. Passt auf euch auf, einen tollen Start in die neue Woche. Ich bin für heute raus. Bleibt gesund. Ich war Ben und bleibt der Schotti von der Test Area und ciao, ciao.